Willkommen bei Payday 2, diesmal mit der First World Bank, wieder mal auf Todesmut, kennen wir ja. Und diese Folge wird euch präsentiert von der Zahl 3. Aber das kommt dann mehr oder minder im Spiel selbst erst. So, was haben wir denn da? K4, Judge mal wieder, Standard Z. Haben wir hier ein bisschen durchgeklickt, zack, 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 zack. Gut, da dürfte es eigentlich keine Fragen mehr zur Skillung geben, zu meiner Perk-Auswahl, die ja auch im Grunde, klar ist. Und so weiter und so fort. Masken sind ja eigentlich relativ irrelevant. Gut. Auf geht's. Okay. Erstmal einfach alles kaufen. Leichensäcke sind eigentlich das Wichtigste. Alles andere ist eigentlich für Stealth, wie jeder weiß, unnötig, überflüssig, vollkommener Schwachsinn. Gut, fangen wir an. Hawkshood initialized. So, und willkommen in der First World Bank. Wir suchen jetzt nach dem Bankmanager. Das ist zumindest unser erster Schritt. Schauen, okay. Da ist der Eingang zum Safe auf der rechten Seite. Das heißt, links befinden sich jetzt zwei Module, die auch auf der anderen Seite theoretisch sein könnten. Okay, da drüben sind die ganzen Leute. Kein Manager dabei. Der sieht ein bisschen anders aus diesmal. Das ist, glaube ich, einer aus dem ersten Payday, wobei ich das nie wirklich gespielt habe. Okay, da haben wir wieder eine Wache. Ach, oh, hier vorne vor. Oh, das ist mies. Da müssen wir jetzt hier ein bisschen abwarten. Okay, hier drüben haben wir den Sicherheitsraum. Und gleich so... Ach, geil. Gleich eine Sicherung dabei. Hier um die Ecke auch noch eine. Ach, schade, das wäre auch zu schön gewesen. Auf jeden Fall, hier oben gibt es drei Sicherungen und drei Wachen, die frei herumlaufen. Das wären die ersten beiden dreien. Aber jetzt werde ich hier gerade erstmal... Wie mache ich das denn jetzt mal am besten? Ach, da steht nämlich noch die Wache. Gut, dass ich da jetzt gerade noch nichts gemacht habe. Auch immer schön nach hinten gucken. Es kann nämlich auch immer eine Wache von unten kommen. Okay, einmal schnell das Ding hier knacken, wenn wir schon gerade dabei sind. Die anderen beiden sind hier auf der anderen Seite. Direkt nebeneinander. Beziehungsweise eine ist eben hinter der Tür. Okay. Das sieht auch gut aus. Das ist also hier vorne überhaupt gar kein Problem. Wunderbar. Ganz wunderbar. Also besser kann man es, glaube ich, gar nicht mehr treffen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Jetzt kommen wir hier nämlich auch wieder direkt runter und an die Computer dran. Das ist schon... Also, so wie ich es jetzt gerade habe, dürfte es ungefähr eine der besten Ausgangspositionen sein. Ich habe es auch schon anders gemacht. Da ist der Bankmanager ganz woanders. Okay. You don't say. Okay, einen Leichensack habe ich noch so dabei. Weil darüber zu kommen wird ein bisschen schwierig. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Wer es der nicht ist, ist der vierte.
Nummer 3. Da hätten wir die nächste 3. 3 Sicherungskästen, 3 Wachen oben, 3 Computer. Der will da noch nicht weg, der Sack. Arschloch. Wichser. Okay. Nein. Der will jetzt, glaube ich, nach oben gehen. Jetzt müssen wir nämlich auf die andere Seite und runter in die Vault. Ein Leichensack ist eigentlich in Ordnung. Man kann es auch komplett ohne schaffen. Da muss man aber sehr, sehr viel Glück haben, auch von den Positionen her. Gleich mal um die Ecke verstecken. Der steht jetzt da. Warte ich gerade noch einen Moment, dass er sich da wegbewegt. Der wird jetzt nämlich gleich wieder zurückgehen. Dann einmal hier zu unserer Linken, da durchgehen und wahrscheinlich. Dann geht er gleich einmal so einen kleinen Schritt nach rechts, oder? Nee, er geht komplett durch. Hm. Okay. Ja, ein bisschen nach rechts. Science. Wissenschaft für sich. Am schlimmsten ist es tatsächlich, wenn der Bankmanager sich da hinten befindet, in einem Konferenzraum, und die anderen Leute sich auch noch dort befinden. Das ist immer richtig mies. So, okay. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, die labert jetzt ein bisschen. Jetzt muss ich hier gleich den Code an der Seite eingeben. Genau. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr dürft nicht zu schnell hinkommen, weil sich hier unten normalerweise 2 Wachen befinden. Und unsere nette Dame hier drüben, die wir engagiert haben, kümmert sich dann immer um die beiden und schickt die dann weg, so von wegen, ah, oh, gleich kommt ein Klient, oder geht, ich bin erstmal ein bisschen hier, holt euch mal einen Kaffee, sowas. Ist ja alles gut. Okay, da hätten wir, hier hinten befinden sich die nächsten 3 Wachen. Da hätten wir nämlich dann die vierte 3. Und daher gesponsert von der 3. Ihre First World Bank. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder YouTuber. Okay, der will sich da scheinbar nicht wegbewegen. Da hinten haben wir zum Glück nicht mehr so viele Kameras. Okay, hier ist keine Keykarte. So, wo befindet... Oh, shit. Okay. We're good. Watch it, guys. Und scheinbar keine Zivilisten. Das, also, sehr viel mehr Glück kann ich, glaube ich, kaum noch haben. Stay back. Oh, da kommen jetzt gerade 2. Got a guard over here. Okay, ja. Ah, dann hätte ich da drum. Nee, das ist blöd. Da haben wir die beiden. Da haben wir also die beiden Zivis. Verdammt. Ah, das ist mies. Die stehen da jetzt echt blöd. So gesehen. Okay, jetzt sind die Kameras aus. Und jetzt hinten die 3 Wachen ausschalten. Normalerweise gar kein Problem. Sollte tatsächlich was schief gehen, ich habe ja noch 2 ECMs. Okay, da hätten wir einen. Oder sind das sogar 2 hintereinander? Kann man ganz schlecht erkennen. Na, wo willst du jetzt hin? Ja, komm zu mir. Komm zu mir. Was ist das? Komm her. Nein. Not much going on over here, ma'am. Sorry, sir. Der hat die beiden da hinten gesehen, das
blöde Sache. Okay, da haben wir die Nummer 2. Etwas unkoordiniert, aber es funktioniert. Aha, nicht umdrehen. Schön. Schön, 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 schön. Und Nummer 3. Und ein Pager sogar noch frei. Was will man eigentlich mehr? So, Leichensäcke brauchen wir hier auch nicht. Einmal hier drüben nochmal schauen, dass ich hier keine Keycard übersehen habe. Ich hatte das hier nämlich auch schon, dass ich da hinten stand. Und da lagen die fast nebeneinander. Und ich habe die einfach, ich habe einfach die zweite Keycard nicht gesehen. Und zack. Und offen ist die Vault. Okay, jetzt müssen wir gleich nur nach oben. Und noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, beziehungsweise einmal nur fliehen. Das ist im Grunde nicht mehr viel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich war im Grunde schon so weit. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber da meinte Payday einfach, sich schließen zu müssen. War auch super. Hätte kotzen können. Jetzt kommt gleich noch ein bisschen Zivilisten töten, bedauerlicherweise. Lässt sich meines Erachtens da nicht verhindern und es geht so eigentlich wirklich am schnellsten. Das Geld kriegt man noch raus. Das ist also nicht das Problem. Das größte Problem ist tatsächlich, wenn man hinten im Konferenzraum den Bankmanager und die ganzen Zivilisten hat, dann hat man... Also ich würde einfach wieder auf Neustart gehen. Das sind dann gut 30, höchstens 40 Sekunden, die man dann nochmal neu spielen muss. Aber es ist einfach unglaublich schwierig, vor allen Dingen, wenn man es eben alleine macht. Das ist zu mehreren sicherlich vollkommen machbar, überhaupt kein Problem. Dann sackt man die alle ganz schnell ein und schmeißt sie hinten in eine Ecke. Da werden die auch von niemandem gesehen. Aber alleine, dann muss man ein paar einsacken, ein paar muss man dann passend wegschießen und andere muss man dann wiederum fesseln. Die wollen dann aber wiederum nicht in die Ecke gehen und bis die dann wirklich alle passend so gelegt sind, waren schon 3 oder 4 Wachen vor dem Konferenzraum. Und das ist im Grunde eine riesige Katastrophe und es funktioniert nicht. Leider. Aber jetzt gerade eben, wie schon gesagt, optimal. Hoppala. Neben der Tür direkt ein Sicherungskasten. Der nächste Sicherungskasten war auch nicht auf der anderen Seite der Karte. Dann die beiden Bürokomplexe im Grunde nebeneinander. Also einmal das vordere und einmal das hintere Abteil. Im hinteren Abteil waren ja noch ein paar Zivis. Da bin ich dann nicht hingegangen. Aber das hintere Abteil kann im Grunde auch auf der anderen Seite sein. Und dann können auch noch Zivis stehen und so weiter und so fort. Das kann, ist alles so ein bisschen tricky. Der große Vorteil ist, wenn beide Bürokomplexe in einem Bereich sind. Ups, Alter. Ja, ach komm, scheiß es drauf. Ja, dann verschwinde ich jetzt schon mal. Also der Vorteil ist schlicht und ergreifend, wenn beide Bürokomplexe in einem Bereich sind, also auf einer Seite sind, dann hat man den großen Vorteil, dass man, wenn irgendwo eine Wache ungünstig steht, möglicherweise auch auf die andere Seite gehen kann und dort auch nochmal mit den ganzen Computern interagieren kann. Hoppalalalala. Ja, ja, ja. Einmal hier kurz geschaut. Nicht, dass hier irgendwo noch eine Wache steht. So. Rest lasse ich da liegen. Ist doch scheißegal. Man kriegt sowieso nicht so besonders viele, auch auf Todesmut nicht. Diese Geldsäcke bringen 7500 pro Einheit. Und das ist nun wirklich... Naja. Ich find's jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Let's find him. Wie, let's find him? Muss man niemanden finden. So, komm.
So, did you... Mach auf den Scheiß. Better not tell me. Less I know, you know? Come on. Oh nee, oder? Fuck. They haven't get in. So, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. So. Oh, nee. Ja, wunderbar. Zack. Hier drüben sind glücklicherweise keine Kameras mehr. Das heißt, hier können wir auch alles umlegen. Ich versuche es zu vermeiden. Ah, das ist gerade eben sogar relativ angenehm gemacht. Aber da drüben sind, glaube ich, auch nochmal zwei Wachen. Oder auch nicht. Zuck. Mein Gott. Oh, da haben wir die beiden Wachen. Downstairs. Meine Güte. Get out! Almost there, almost there. Ich würde es ja gerne ohne die Zivis zu töten machen, aber das funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, irgendwie dran vorbeizukommen und auch hinten mit den beiden Wachen, das ist alles, wie schon gesagt, wenn man natürlich zu mehreren ist, kann man hinten den kompletten Raum runterdrücken, das ist gar kein Problem, dann tötet man die beiden Wachen da nochmal. Die haben auch keine Pager. Aber alleine ist es nun mal nicht anders möglich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich wüsste zumindest nicht, wie es anders geht. So, und ja, knapp. Ja, 15, 16 Minuten ist eine gute Zeit. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, ja, überflüssig in dem Sinne. Man könnte sagen, man muss hier hinkommen, um zu fliehen, aber die ganzen Sachen hier jetzt nochmal extra in diesen Müllwagen reinzuwerfen, ist ein bisschen, ja, kostet wieder Zeit. Aber die in den Schacht zu werfen und dann einfach zu sagen, ja, die sind jetzt gesichert, wäre wesentlich einfacher. So. Yes, Titus Crew. Wuhu. Geschafft. So schwer war es nicht. Zumindest diesmal nicht. Ihr seht, Auftragswert, erbeutete Gegenstände und so weiter und so fort. Das holt die Kosten auf jeden Fall wieder rein. Gut. Ja, knapp 600.000. Oh, 700.000 Erfahrung sogar. Das ist doch schön. Und was kriege ich? Oh, Spannung. Ein Waffenmod. Reflexiergewehr. Reflexvisier. Alles klar, gut. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.